Als nächster ist der Herr Abgeordnete Christoph Hagen am Wort. Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, hohes Haus. Der Herr Bundesminister ist in Vertretung da für den Herrn Justizminister. Darum möchte ich replizieren auf den Ausschuss, in dem wir dieses Thema auch schon behandelt haben. Ich habe dort darauf aufmerksam gemacht und bis jetzt habe ich keine andere Antwort gehört oder nicht vom Minister gehört. Ich nehme an, dass Sie mir das auch nicht beantworten werden können. Und zwar geht es mir darum, dass hier darin in dieser Gesetzesvorlage darüber gesprochen wird, dass Jugendliche, die in Untersuchungshaft sind, hier in so gewisse Wohnheime gegeben werden sollen. Das heißt, ein betreutes Wohnen anstatt in der Haft. Jetzt gibt es aber die Grundvoraussetzung für die Untersuchungshaft. Das ist eine Verdunkelungsgefahr, eine Verabredungsgefahr oder Fluchtgefahr. Und das hat mir der Herr Minister bisher nicht beantwortet. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie Ihnen Ihre Berater dann, und Sie beantworten mir das, weitergeben, wie das zusammengehen soll, dass ich Gründe für eine Untersuchungshaft habe und dann diese Person in ein betreutes Wohnen, wo alles drunter und drüber geht, wo man sich abreden kann, wo man, da ist er ja nicht in einem Einzelzimmer, sondern sonst wäre es ja eine Haftanstalt, in der Einzelhaft, was eigentlich die Untersuchungshaft in den meisten Fällen ist, wie das zusammengehen soll. Und das hat mir der Herr Minister bisher nicht erklären können, auch wenn in diesem Gesetzesvorschlag viele positive Dinge drinnen sind. Und ich glaube, der Kollege Lausch hat eh schon einiges angesprochen, was auch nicht so hundertprozentig ist, aber viele positive Dinge auch drinnen sind, können wir diesem Gesetzesvorschlag genau aus jedem Grund nicht zustimmen, weil hier die Rechtssicherheit nicht gegeben ist. Das hat mir bis jetzt niemand erklären können. Habe ich einen Grund für Untersuchungshaft? Wenn ich keinen habe, dann gehört er auch nicht ins betreute Wohnen, sondern dann gehört er freigelassen. Und das ist der Punkt, wo man diskutieren muss, und da habe ich keine ausreichende Antwort bekommen. Dieser Gesetzesvorschlag ist Kräuter und Rüben. Es ist hier vieles offen. Es ist kein Gesetz, das man mit gutem Gewissen beschließen kann. Auch wie, oder dieser Entschließungsantrag, das ist wurscht, ist auch ein Gesetzesantrag, vielleicht fürs NEOS. Aber der Punkt ist das, dass es hier darum geht, hier ein Gesetz zu beschließen, beziehungsweise einen Antrag zu beschließen, der meiner Ansicht nach nicht ausgereift ist. Und deswegen ersuche ich, dieses Vorhaben abzulehnen. Danke. Sagt Christoph Hagen vom Team Stronach.